Guten Morgen. Dienstag, zweite Woche Fastenzeit. Die heutige erste Lesung passt gut zum Schnee, der immer noch in Rom liegt. Und zwar, da heißt es in der ersten Lesung: Hört mir zu, ihr Volk von Gomorra, ihr Herrscher von Sodom. Was für ein Bild wird hier benutzt? Sodom und Gomorra ist berühmt für die Geschichte, da Gott in der Form von drei Engeln, also für die Menschen nur sichtbar drei Männern, bei Lot zu Besuch ist. Und die Männer von Sodom und Gomorra verlangen von Lot, dass er diese Männer herausgibt. Warum? Weil sie mit ihnen sexuell verkehren wollen. Das ist erstens ein Verstoß gegen die Gastfreundschaft. Zweitens wollen die Männer von Sodom und Gomorra die drei Besucher vergewaltigen. Und drittens wollen hier Männer mit Männern verkehren, so wie man mit einer Frau verkehrt. Und das ist dem Wort Gottes nach dem Herrn ein Gräuel. So wird Sodom und Gomorra zum Inbegriff für die Sünde. Und zu diesen Männern sagt nun Gott: Kommt her, lasst eure bösen Taten, beginnt das Gute zu tun, und dann wollen wir sehen, wer von uns Recht hat. Und man könnte erwarten, dass Gott jetzt diesen Männern eine unglaubliche Moralpredigt hält. Und genau das Gegenteil passiert. Gott sagt: Kommt, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat. Und was ist Gottes Gerechtigkeit? Er sagt: Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Wolle. Wären sie schwarz wie Kohle, sie sollen weiß werden wie Schnee. Hier wird ein wunderschönes Bild für die Vergebung der Sünden gebraucht. Vergebung der Sünden ist nämlich nicht irgendwie nur so Schwamm drüber, der liebe Gott vergisst, was wir getan haben. Nein, Vergebung der Sünden bedeutet im tiefsten Neuschöpfung, Auferstehung aus dem Tod. Wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann schafft er uns ein neues Herz. Die Vergebung der Sünden ist tatsächlich der tiefste Sinn des Kommens Christi. Mit anderen Worten, wenn wir in der westlichen Kirche heute mit der Beichte nichts mehr anfangen können, dann können wir letztlich mit Jesus nichts mehr anfangen. Dann weisen wir ihn zurück für das Einzige, für das er gekommen ist. Er will uns neu schaffen, er will uns ein neues Herz schenken. Er will das, was in uns dunkel ist, durch seinen eigenen Tod zerstören und uns ein neues Leben schenken. Und so will ich euch jetzt schon einladen. Die Fastenzeit dauert noch 5 Wochen. Am Ende der Fastenzeit, vor Ostern, nehmen wir dieses Geschenk an, gehen wir zur Beichte und lassen uns ein neues Herz schenken. Wären eure Sünden rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Bis morgen.